Hallo meine Lieben, ich grüße euch auf meinem Kanal Rischkas Welt. Abonniert meinen Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen, denn hier findet ihr immer wieder neue, ganz tolle Ideen. In diesem Video lernen wir, wie man so ein sehr schönes Decken häkelt. Mein Decken hat eine Größe von ca. 72 cm, ist relativ groß. Ich habe für mein Decken 26 solche bunte Perlen verwendet mit einer Durchmesser von 8 mm. Garnverbrauch dabei war ca. 180 Gramm. Das sind die Reste. Also ich habe 3 Knäuel von der Beigegarn verwendet oder fast 3, das ist jetzt der Rest von dem und eben buntes Garn, hier waren auch 50 Gramm, so viel habe ich noch über. Für meine Arbeit habe ich diese Häkelschrift verwendet, den findet ihr in meiner Facebook-Gruppe und einen Link dazu ist in der Beschreibung unter diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und Mitmachen. Und jetzt lasst uns anfangen. Für unsere Arbeit benötigen wir folgende Materialien. Das Garn. Bei mir ist das Häkeln- und Strickgarn 100% Baumwolle. 50 Gramm enthält 175 Meter. Die empfohlene Nadelstärke dabei 2 bis 2,5 mm. Als auch so ein Buntgarn von Anhoa. 50 Gramm enthält 175 Meter. Stärke 6 und Nadelstärke dabei 1,75 bis 2 Millimeter. Das ist so ein Farbverlaufgarn und ich möchte die beiden kombinieren. Dann habe ich auch noch Perlen vorbereitet, die meiner Meinung nach gut dazu passen. Das sind auch Buntperlen, rosa, grün, blau, Durchmesser 8 mm und so ein Haken, das habe ich aus einem Büroklammer gemacht. Dann benötigen wir Häkelnadel. Ich habe 2,0 mm genommen. Wir benötigen auch noch eine Schere, um Enden abzuschneiden und einen Wollnadel, um Enden zu verstecken. Bereitet bitte alles vor. Und los geht's. Runde 1 beginne ich mit einem Fadenring. Ich befestige die erste Schlinge, etwas fester ziehen. 3 Luftmaschen, die uns ein Stäbchen ersetzen. Und noch 38 Stäbchen in den Kreis häkeln. 1, 2, 3, 4, 5. 37, 38, 39. Jetzt ziehen wir den Faden ganz fest zusammen und schließen diese Runde mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche. Anfang. Runde 2. 3 Luftmaschen, die uns ein Stäbchen ersetzen, in die nächste
Masche der Vorrunde häkeln wir ein Stäbchen. 2 Luftmaschen. Eine Masche in der Vorrunde lassen wir frei. In die nächste und übernächste Masche häkeln wir jeweils ein Stäbchen rein. 2 Luftmaschen. Eine Masche freilassen, 2 Stäbchen häkeln. 1, 2. 2 Luftmaschen. Eine Masche freilassen, 2 Stäbchen. Und so weiter. Insgesamt müssen wir 13 mal 2 Stäbchen häkeln mit 2 Luftmaschen zwischen 2 Stäbchen. So, und am Ende, wenn wir alles richtig gemacht haben, müssen wir eine Masche in der Vorrunde nochmal freilassen, 2 Luftmaschen häkeln und eine Kettmasche in die dritte Luftmasche, der Anfang. Runde 3. Mit Hilfe von Kettmaschen müssen wir die erste Luke erreichen. 3 Luftmaschen, die uns ein Stäbchen ersetzen, und noch 2 Stäbchen in dieselbe Luke häkeln. 1, 2. 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. In die nächste Luke häkeln wir wieder 3 Stäbchen. 1, 2 und 3. 5 Luftmaschen. 4, 5. Und so weiter. In jeder Luke 3 Stäbchen häkeln und immer 5 Luftmaschen dazwischen. Und das machen wir bis Ende dieser Runde. Und am Ende häkeln wir 5 Luftmaschen und eine Kettmasche in die dritte Luftmasche. Runde 4. Mit Hilfe von Kettmaschen müssen wir die erste Luke erreichen. Das habe ich auch schon gemacht. Dann machen wir 3 Luftmaschen, die uns ein Stäbchen ersetzen, und noch 6 Stäbchen in dieselbe Luke der Vorrunde häkeln. So, 3, 4, 5, 6, 7. Insgesamt 7 Stäbchen in einer Luke. Dann gehen wir zu der nächsten Luke und häkeln da erneut 7 Stäbchen. 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Das machen wir bis Ende dieser Runde. In jeder Luke 7 Stäbchen. Und am Ende eine Kettmasche in die dritte Luftmasche, der Anfang. Runde 5 bis 16 machen wir jeder für sich. Das geht ganz einfach. 3 Luftmaschen, die uns ein Stäbchen ersetzen. Noch 6 Stäbchen Masche in Masche der Vorrunde. Also immer 7 Stäbchen häkeln. So, 2, 4, 6, 7. Eine Luftmasche und so weiter mit. Und weiter mit 7 Stäbchen. 2, 3,
4, 5, 6, 7. Eine Luftmasche. In dieser Runde gibt es eine Luftmasche, nächste 2, also in der 6. dann in der 7. 3 und so weiter bis Runde 16. Da müssen wir eigentlich 11 Luftmaschen dazwischen häkeln. Ich mache aber nur 10. Ich denke mal, für uns spielt es nicht so eine große Rolle, denn wir müssen eine gerade Zahl von Luftmaschen für Runde 17 haben. Also 15, 16 mit 10 Luftmaschen zwischen 7 Stäbchen. So, meine Lieben, jetzt ist mein Kreis fertig gehäkelt. Hier gibt es eine kleine Korrektur zu dem, was ich schon gesagt habe. Ich habe zwar 16 Runden gehäkelt, aber in der Runde 15 gibt es 11 Luftmaschen und in der Runde 16 12 Luftmaschen. Das ist jetzt einzige Abweichung von dem, was ich auch schon mal vorher gesagt habe. Runde 17. 3 Luftmaschen, die uns ein Stäbchen ersetzen. Weitere 6 Stäbchen wie gehabt. Drei, vier, die 7 Stäbchen bleiben erstmal. Dann machen wir 6 Luftmaschen. 3, 4, 5, 6. Also unten lassen wir 2, 4 Luftmaschen frei in die 5. Luftmasche häkeln wir ein Stäbchen, in die nächsten noch eins, insgesamt dann 4. Also 2, 3, 4. Ja, und am Ende haben wir wieder 4 Luftmaschen. 6 Luftmaschen. 3, 4, 5, 6. Und dann 7 Stäbchen. Masche in Masche der Vorrunde. Wie gehabt. Und hier wieder 6 Luftmaschen, 4 Stäbchen, 6 Luftmaschen. Beenden Sie diese Runde bitte selbstständig und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Und am Ende häkeln wir 6 Luftmaschen und eine Kettmasche in die 3. Luftmasche, der Anfang. Runde 18. Beginnen wir wie immer mit 3 Luftmaschen, die uns ein Stäbchen ersetzen und noch 6 Stäbchen wie gehabt. So, 4 Luftmaschen, 3, 4 und hier machen wir 2 Stäbchen in die Luke, vier Stäbchen in Stäbchen der Vorrunde, 1, 2, 3, 4 und noch 2 Stäbchen in die nächste
Lücke. So, 2, 4, 6, 8 Stäbchen an dieser Stelle, 4 Luftmaschen und 7 Stäbchen, wie gehabt. Und so weiter. Also, und am Ende häkeln wir 4 Luftmaschen und eine Kettmasche in die dritte Luftmasche, der Anfang. Runde 19. Da wir immer wieder diese 7 Stäbchen häkeln, habe ich die Runde schon mal angefangen. 3 Luftmaschen, die uns ein Stäbchen aufsetzen und noch 6 Stäbchen nach Bilderscheinen häkeln. Weiter machen wir mit 3 Luftmaschen. In die erste Luke häkeln wir 4 Stäbchen. 1, 2, 3, 4. 3 Luftmaschen. Und hier in der Mitte, ne? Wir lassen jetzt 2 Stäbchen frei. Die nächste häkeln wir ein Stäbchen und 2 Stäbchen. Und hier möchte ich die Perlen einsetzen, die ich auch schon mal vorbereitet habe. Und das mache ich dann so. Ich nehme einfach meinen Häkelnadel weg und setze ich hier an dieser Stelle die erste Perle ein. Ist ganz knapp, aber das geht. Und jetzt wieder Häkelnadel. Ich fixiere die Perle. Und dann gehe ich in die nächste Masche der Vorrunde und häkle weiter 2 Stäbchen. 1, 2. Sieht dann so aus. 3 Luftmaschen, 2, 3 und in der Luke 4 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 3 Luftmaschen und weiter mit 7 Stäbchen. Und das wiederholen wir während dieser ganzen Runde. Wenn Sie keine Perle einsetzen wollen oder gar keine haben, machen Sie einfach 4 Stäbchen. Ja, also 2 vorne und 2 hinten müssen frei sein. Einfach 4 Stäbchen, immer 3 Luftmaschen zwischen diese 4 Stäbchengruppen. Also das hat, die Perle hat überhaupt gar keine Auswirkung auf nächste Runde, deshalb habe ich das an dieser Stelle eingesetzt. Beenden Sie bitte diese Runde selbstständig und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Und am Ende häkeln wir 3 Luftmaschen und eine Kettmasche in die dritte Luftmasche, der Anfang. Runde 20 beginnen wir wieder mit 7 Stäbchen, 2 Luftmaschen, in die Luke häkeln wir 2 Stäbchen. Dann Masche in Masche der Vorrunde 4-mal, also 4 Stäbchen. Vier. Und noch 2 Stäbchen in die nächste Luke. So, wieder 8 Stäbchen. 7 Luftmaschen, 2, 3, 4, 5, 6,
7 gehen wir zu der nächsten Luke und da häkeln wir wieder 2 Stäbchen in die Luke davor und Stäbchen in Stäbchen 4 mal. Noch 2 Stäbchen in die letzte Luke und 2 Luftmaschen und weiter mit 7 Stäbchen wie gehabt. Wir wiederholen in dieser Runde diese mittlere Stelle, ne? Also immer wieder 13 mal 2 Stäbchen. Zwei Luftmaschen, 8 Stäbchen, 7 Luftmaschen, 8 Stäbchen und 2 Luftmaschen. Ne? Also überall an dieser Stelle zwischen 7 Stäbchen, die wir während unserer Arbeit gehäkelt haben. Machen Sie das bitte selbstständig weiter. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Und am Ende 2 Luftmaschen und eine Kettmasche in die dritte Luftmasche, der Anfang. Runde 21 ist wieder ganz einfach. 3 Luftmaschen. Hier lassen wir 2 Stäbchen oder 2 Maschen frei. Dann häkeln wir 4 Stäbchen in Stäbchen der Vorrunde. Ja, und am Ende dieser Element bleiben dann eben noch 2 Stäbchen frei. 4 Luftmaschen, 3, 4. 4 Stäbchen in die Luke der Vorrunde. Ja, 2, 4. 4 Luftmaschen. Und an dieser Stelle wieder 4 Stäbchen in mittlere Maschen der Vorrunde, also 2 davor und 2 danach bleiben ungehäkelt. Und dann 3 Luftmaschen. Und hier 7 Stäbchen, wie immer, also 7 Stäbchen bleiben noch. Wir wiederholen jetzt 13 mal. 3 Luftmaschen, 4 Stäbchen, 4 Luftmaschen, 4 Stäbchen, 4 Luftmaschen, 4 Stäbchen und 3 Luftmaschen. Und dann 7 Stäbchen, wie immer. Machen Sie das bitte selbstständig zu Ende und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Und am Ende 3 Luftmaschen und eine Kettmasche in die dritte Luftmasche, der Anfang. Runde 22 beginnen wir wie immer wieder mit 7 Stäbchen, 9 Luftmaschen, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 über die Perle, ne? 2 Stäbchen in die Luke, 4 Stäbchen in Stäbchen der Vorrunde, 2 Stäbchen in die nächste Luke. Wieder ganz einfach und weiter 9 Luftmaschen. 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Und dann hier wird alles freigelassen. Und dann weiter mit 7 Stäbchen. So wird das Ganze aussehen. Machen Sie das bitte selbstständig weiter und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Und am Ende 9 Luftmaschen und eine Kettmasche in die, in die dritte Luftmasche, der Anfang. Runde 23. Wieder ganz einfach, 5 Luftmaschen, also wir fangen das, die Runde wie immer mit 7 Stäbchen an. Dann 5 Luftmaschen, 2, 3, 4, 5. 2 Stäbchen in die große Luke. Fünf Luftmaschen, 2, 3, 4, 5. Jetzt kommen wir zu der Stelle mit 8 Stäbchen und hier häkeln wir wieder 4 Stäbchen, also das heißt 2 vorne freilassen und 2 hinten. Stäbchen in Stäbchen der Vorrunde. Ne? 5 Luftmaschen. 3, 4, 5, 2 Stäbchen in die große Luke, 5 Luftmaschen, 4, 5 und dann 7 Stäbchen. Ja, und diese Stelle wird dann eben wieder 13 Mal wiederholt. Und am Ende 5 Luftmaschen und eine Kettmasche in die dritte Luftmasche, der Anfang. Runde 24. Beginnen wir wie immer mit 7 Stäbchen. 5 Luftmaschen, 3, 4, 5. Da, wo wir 2 Stäbchen gehäkelt haben, machen wir 2 feste Maschen. Masche in Masche der Vorrunde. Und jetzt 19 Luftmaschen. 2, 3, 4, 19. Dann gehe ich wieder zu der Stelle mit 2 Stäbchen in der Vorrunde, also dass alles unten bleibt ungehäkelt, und hier mache ich nochmal 2 feste Maschen, Masche in Masche der Vorrunde, 5 Luftmaschen, 3, 4, 5 und 7 Stäbchen. Ja, und so weiter, ist ganz einfach. 5 Luftmaschen, 2 feste Maschen, 19 Luftmaschen, so ein großer Bogen. 2 feste Maschen, 5 Luftmaschen und 7 Stäbchen. Beenden Sie diese Runde selbstständig und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Und am Ende 5 Luftmaschen und eine Kettmasche in die dritte Luftmasche, der Anfang. Runde 25. 7 Stäbchen, 5 Luftmaschen, 4, 5,
an der Stelle mit zwei festen Maschen machen wir zwei feste Maschen, also insgesamt an dieser Stelle jetzt 26 feste Maschen. Zwei haben wir gerade. Dann machen wir noch 22, 1, 2, 3, 4, 22 und noch zwei letzte feste Maschen machen wir in die feste Maschen, also der Vorrunde. Insgesamt, wie ich schon sagte, 26 feste Maschen, 5 Luftmaschen, 3, 4, 5 und 7 Stäbchen. So sieht diese Runde aus. Das machen wir wieder 13 Mal. Ja, also diese Stelle wiederholen wir 13 Mal. Und wenn wir damit fertig sind, dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Und am Ende machen wir 5 Luftmaschen und eine Kettmasche in die dritte Luftmasche, der Anfang. Runde 26. Beginnen wir wieder mit 7 Stäbchen, 5 Luftmaschen, 5 und hier lassen wir 2 Maschen in der Vorrunde frei und häkeln nur noch 22 feste Maschen. Die lassen wir frei. 5 Luftmaschen, 3, 4, 5 und 7 Stäbchen. 5 Luftmaschen, 22 feste Maschen, 5 Luftmaschen und 7 Stäbchen. Beenden Sie diese Runde bitte selbstständig und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Und am Ende machen wir wieder 5 Luftmaschen und eine Kettmasche in die dritte Masche, der Anfang. Runde 27. Diesmal mit Hilfe von Kettmaschen. Ich mache das ins hintere Maschenglied, damit das ein bisschen schöner aussieht. Müssen wir dritte Stäbchen von links erreichen. Eins, zwei, noch eine. So. Und hier drei Luftmaschen, die uns ein Stäbchen ersetzen. Nee, letztes Mal mache ich in beide Maschenglieder so. Drei Luftmaschen und noch zwei Stäbchen. Fünf Luftmaschen, 3, 4, 5. An der Stelle mit großem Bogen häkeln wir diesmal nur noch 18 feste Maschen, also 2 vorne,
zwei Maschen vorne. In der Vorrunde lassen wir frei und dann fangen wir an, feste Maschen zu häkeln. Wie ich schon sagte, diesmal werden es nur noch 18 sein. Hinten bleiben auch ungehäkelt. 5 Luftmaschen, 3, 4, 5. Und an dieser Stelle häkeln wir 1, 2, 3 Stäbchen. 3 Luftmaschen, 1, 2, 3, eine Masche in der Vorrunde lassen wir frei und dann gehen wir zu den nächsten und häkeln wieder 3 Stäbchen. Und so weiter. Ist nicht schwer, nur eben an dieser Stelle mit 7 Stäbchen, da gehen wir in zwei Richtungen mit unserem Muster. Also das werden wir nicht mehr so häkeln, wie es war, ne? Ansonsten gibt es nichts Schwieriges. Deshalb machen Sie das bitte selbstständig jetzt zu Ende und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Und am Ende häkeln wir 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen und eine Kettmasche in die dritte Luftmasche, der Anfang. Runde 28. 3 Luftmaschen, die uns ein Stäbchen ersetzen. Noch 2 Stäbchen in Stäbchen der Vorrunde. So, 5 Luftmaschen. 3, 4, 5. Und an dieser Stelle machen wir wieder 4 feste Maschen weniger. Das heißt nur noch 14, ne? 1, 2 lassen wir frei. Zwei bleiben auch frei, so am Ende, ne? 5 Luftmaschen, 3, 4, 5. Jetzt kommen wir zu der Stelle mit 7 Stäbchen. 3 Stäbchen häkeln wir unverändert. Zwei Luftmaschen. In die Luke häkeln wir Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen in dieselbe Luke der Vorrunde, 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen. 1, 2, 3. So, hier erweitern wir nach rechts und links, ne, also gehen wir mit unser Stäbchen und in der Mitte erweitern wir. Ansonsten, wie ich schon sagte, 5 Luftmaschen, 14 feste Maschen, 5 Luftmaschen. Machen Sie das bitte selbstständig zu Ende und dann zeige ich euch, wie es weitergeht.
Und am Ende häkeln wir drei Stäbchen, zwei Luftmaschen. Stäbchen in die Luke, drei Luftmaschen, Stäbchen in dieselbe Luke der Vorrunde, zwei Luftmaschen und eine Kettmasche in die dritte Masche der Anfang. Runde 29 beginnen wir wieder mit drei Luftmaschen, die uns ein Stäbchen ersetzen. Und noch zwei Stäbchen. Fünf Luftmaschen. Vier, fünf. Wieder vier feste Maschen weniger als in der Vorrunde. Also zwei vorne, zwei hinten bleiben ungehäkelt. Fünf Luftmaschen, drei, vier, fünf, drei Stäbchen, eins, zwei, drei, zwei Luftmaschen, so Stäbchen. In die erste Luke, zwei Luftmaschen, hier machen wir Stäbchen, drei Luftmaschen und Stäbchen in dieselbe Luke der Vorrunde, zwei Luftmaschen, Stäbchen in die nächste oder letzte Luke an dieser Stelle, zwei Luftmaschen, so ein Element. Wir erweitern an dieser Stelle unsere Arbeit. Und drei Stäbchen am Ende. Und das machen wir wieder 13 Mal. Wenn wir das geschafft haben, dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Und am Ende zwei Luftmaschen und eine Kettmasche in die dritte Luftmasche der Anfang. Runde 30. Drei Luftmaschen, die uns ein Stäbchen ersetzen. Und noch zwei Stäbchen. Fünf Luftmaschen. Drei, vier, fünf. Hier müssen wir noch vier feste Maschen weniger machen. Eins, zwei, drei, vier. Und sechs, also sechs feste Maschen, ne, zwei am Anfang und am Ende bleiben ungehäkelt. Eins, zwei, drei, vier, fünf Luftmaschen und an dieser Stelle machen wir noch mal Erweiterung. Eins, zwei, drei Stäbchen, zwei Luftmaschen, Stäbchen in die erste Luke, zwei Luftmaschen, Stäbchen in die nächste Luke. Wir machen so eine Art Lochmuster hier. Zwei Luftmaschen. In der Mitte bleibt dieser V-Element bestehen. Stäbchen, drei Luftmaschen, Stäbchen in dieselbe Luke der Vorrunde.
Und weiter mit zwei Luftmaschen, Stäbchen, zwei Luftmaschen, Stäbchen, zwei Luftmaschen und drei Stäbchen. Eins, zwei, drei. Und das wiederholen wir wieder 13 Mal. Machen Sie das bitte zu Ende und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Und am Ende zwei Luftmaschen und eine Kettmasche in die dritte Luftmasche. Da. Runde 31. Drei Luftmaschen, die als ganze Stäbchen zählen. Noch zwei Stäbchen. Fünf Luftmaschen. Drei, vier, fünf. Also hier gibt es eine Veränderung. Wir machen vier feste Maschen. Eine Masche, also vorne, und eine Masche hinten bleiben ungehäkelt. So, zwei, drei, vier, fünf Luftmaschen, drei, vier, fünf, drei Stäbchen, und in der Mitte von dem Element wieder Netzmuster, zwei Luftmaschen, Stäbchen in die erste Luke, zwei Luftmaschen, Stäbchen in die nächste und so weiter, immer zwei Luftmaschen bis auf Stelle, nochmal zwei Luftmaschen bis auf Stelle mit V-Element. Hier gibt es Stäbchen in die Luke, drei Luftmaschen, drei, und noch ein Stäbchen in dieselbe Luke. Und weiter wieder mit zwei Luftmaschen und ein Stäbchen in jede folgende Luke. Zwei Luftmaschen, Stäbchen, zwei Luftmaschen und dann am Ende drei Stäbchen. Und weiter mit fünf Luftmaschen, vier feste Maschen, fünf Luftmaschen und diese Netzmuster-Element. Beenden Sie diese Runde bitte selbstständig und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Und am Ende machen wir zwei Luftmaschen und eine Kettmasche in die dritte Luftmasche, der Anfang. Runde 32. Drei Luftmaschen, die uns ein Stäbchen ersetzen, noch zwei Stäbchen. Diesmal häkeln wir vier Luftmaschen, drei, vier, und in der Mitte machen wir, also eins, drei feste Maschen, eins, zwei, drei. Ich habe hier eine Masche ungehäkelt gelassen, einfach drei feste Maschen, vier Luftmaschen, drei, vier, hier muss alles symmetrisch sein, und weiter mit drei Stäbchen, zwei, drei, und unser Netzmuster, zwei,
Luftmaschen, Stäbchen in die Luca, 2 Luftmaschen, Stäbchen in die Luca und so weiter. Die Stelle aussehen und hier wieder 4 Luftmaschen, 3 feste Maschen, 4 Luftmaschen und eben Netzmuster. Machen Sie das bitte selbstständig zu Ende und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Und am Ende 2 Luftmaschen und eine Kettmasche in die dritte Luftmasche, der Anfang. Runde 33, 3 Luftmaschen, die uns ein Stäbchen ersetzen und noch 2 Stäbchen. Hier mache ich eine Veränderung, also ich mache statt 4 Luftmaschen nur noch 2 und an der Stelle mit festen Maschen, da müssen wir eigentlich nur eine feste Masche in der Mitte häkeln und dann weitergehen. Ich möchte hier eine Perle einsetzen. Ne? So. Faden ein bisschen zusammenziehen und hier wieder 2 Luftmaschen, 1, 2. Und 3 Stäbchen. 1, 2. Drei. Wird dann so aussehen. Ja, also diese Dreieck und an der Spitze eine Perle. Und weiter mit Netzmuster, wie gehabt. 2 Luftmaschen und Stäbchen in jede Luke. 2 Luftmaschen, Stäbchen und so weiter. So, 3 Stäbchen, 1, 2, 3, 2 Luftmaschen und an der Stelle, ne, also in mittlere Masche der Vorrunde einstechen, so. Und hier mache ich wieder eine Perle. Befestigen 2 Luftmaschen. Und dann 3 Stäbchen.
und so weiter. Machen Sie das bitte selbstständig zu Ende und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Und am Ende zwei Luftmarschen und eine Kettmarsche in die dritte Luftmarsche, der Anfang. Runde 34 ist die letzte Runde, die wir heute machen. Drei Luftmarschen, die uns ein Stäbchen ersetzen. Und noch zwei unvollständige Stäbchen, so, die wir zusammen häkeln. Eine Luftmarsche, dann gehen wir zu der nächsten Seite und machen hier drei unvollständige Stäbchen mit einer gemeinsamen Spitze. Hier schließen wir unser Rand, indem wir zwei Stäbchen in die Luke häkeln und ein Picot. Sechs Luftmarschen, 2, 3, 4, 5, 6. In die dritte Marsche von der Nadel häkeln wir eine Marsche, zweite, dritte, vierte, fünfte. Insgesamt habe ich jetzt 6 Maschen auf der Nadel. Ich halte das so zusammen und ziehe meinen Arbeitsfaden einfach mal durch. Dann gehe ich in diese Querschlingen rein mit meinem Nadel, hole meinen Arbeitsfaden und schließe das Ganze mit einer Kettmasche. So ein Picot mache ich dann eben hier am Rand. 2 Stäbchen in dieselbe Luke der Vorrunde. Dann gehe ich zu der nächsten Runde. 2 Stäbchen, zu der nächsten Luke, Entschuldigung. 2 Stäbchen, Picot. 3, 4, 5, 6. Luftmarschen sechs Marschen anschlagen, so, Arbeitsfaden durchziehen, mit einer Kettmarsche befestigen. Noch 2 Stäbchen in dieselbe Luke. Und so machen wir bis Ende dieser Runde. 2 Stäbchen, Picot. 3, 4, 5, 6. In die dritte Masche einstechen. Arbeitsfaden rausziehen. Und so in jeder Masche, bis wir 6 Schlingen auf der Nadel haben, Arbeitsfaden durchziehen, mit Kettmasche befestigen. Noch 2 Stäbchen in dieselbe Luke der Vorrunde häkeln. Und so weiter. Na, an der Stelle mit 3 Stäbchen an beide Seiten von der Perle. Hier schließen wir, indem wir Büschelstäbchen häkeln, eine Luftmarsche Büschelstäbchen und dann Netzmuster komplett ebenso umhäkeln. Machen Sie das bitte selbstständig zu Ende und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Und am Ende machen wir eine Kettmasche in die Spitze von dem Büschelstäbchen. So. Somit ist diese Runde beendet, als auch das Deckchen fertig ist. Jetzt können wir Faden abschneiden, alle Enden verstecken, das Deckchen mit Dampf bügeln
Und dann ist die Arbeit komplett erledigt. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und Mitmachen. Bleiben Sie bitte gesund. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.